Er hat in seiner Karriere schon alles erreicht. Unzählige Titel und Trophäen. Gianluigi Buffon ist ein Denkmal mit über 1000 Pflichtspielen. Seine Konstanz unfassbar. Viermaliger Welttorhüter, seine erste Auszeichnung 2003. Das ist schon 14 Jahre her. Und Gianluigi Buffon ist immer noch Weltklasse. Doch ein wichtiger Titel fehlt dem großen Buffon noch. Die bedeutendste Trophäe des Vereinsfußballs, der Champions League-Sieg. Bei einem Triumph in Cardiff wäre er mit seinen 39 Jahren der älteste Champions League-Sieger aller Zeiten. Und dieser Traum soll nun endlich in Erfüllung gehen. Juventus hat die Champions League nicht mehr gewonnen, seitdem ich dort angefangen habe. Wir haben die Jagd nach dem nächsten Cupsieg gemeinsam gestartet und ich hoffe, dass es uns endlich gelingen wird, diesen Titel zu gewinnen. Seit 2001 spielt Buffon schon bei Juventus Turin, eine gefühlte Ewigkeit. Schon zweimal stand er mit Juve im Finale, doch die Krönung blieb ihm bisher immer verwehrt. 2015 die Enttäuschung nach der Niederlage im Finale gegen Barca riesengroß. Buffon wieder gescheitert, am Ende wieder ohne Henkelpott. Gegen Real Madrid soll aber alles anders werden. Wir hatten bereits im vergangenen Jahr eine Mannschaft, die auf einem hohen Level gespielt hat und konkurrenzfähig war. In diesem Jahr haben wir uns dank der Bemühungen des Clubs noch einmal verbessert. Aber damit möchte ich nicht sagen, dass Juventus der Favorit auf den Champions League-Titel ist. In spavalderia, no? Nel dire che la Juve è la favorita per la Champions. Favoritenrolle hin oder her, es zählt nur noch dieses eine Spiel, denn im Showdown zwischen Juventus Turin und Real Madrid ist alles möglich. Buffon möchte unter keinen Umständen in der Reihe der großen Fußballer stehen, die nie die Champions League gewinnen konnten. In Cardiff möchte er endlich seinen Traum erfüllen und den Henkelpott in den Himmel von Cardiff heben.